Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. In der letzten Folge waren wir wieder auf einen neuen Planeten gereist. Dieser Primor. Wo ist er? Hierhin sind wir gereist in einem primitiven Urwald, mehr oder weniger, mit großen Bäumen und einem Elder-Bionom, in dem es Eldersteine gibt und andere Sachen. Wir haben ganz schön viel Fleisch. Ich füttere meinen Hasen damit. Mag er das? Er mag es nicht. Hat es jetzt trotzdem gefressen? Ja, ich umarme ihn einfach mal so. Wir haben jede Menge Fleisch. Das könnten wir mal irgendwie verarbeiten. Haben wir noch hier ein Campfire irgendwie rumstehen? Nicht wirklich. Können wir eins produzieren? Das müssten wir doch sogar so herstellen können. Nicht hier. Zufällig am Inventors Table. Wieso können wir jetzt kein Campfire herstellen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Oder sehe ich das einfach nur nicht richtig? Doch, wir können Campfire herstellen. So, her damit. Damit wir mal das ganze Fleisch hier loswerden. Das kann man bestimmt noch besser verwerten, aber... Cooked Steak ist doch erstmal eine ganz gute Idee. Sehe ich noch irgendwas mit Cooking? Ach nee, komm. Dann mach hier 27 Cooked Steak draus. Sehr schön. Dann stacken die auch erstmal nicht mehr. Sollten sie zumindest nicht. Ja, sehr schön. Ich glaube, die Eier verkaufe ich einfach. Dann sehe ich nicht, was damit geschieht und kann mich sozusagen aus dem Staub reden. Das macht keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Egal, ich sag's trotzdem. Na eben, wir könnten mal gucken, was wir so gesammelt haben in der letzten Folge. Wir haben Densium-Ohr gefunden, das ist ganz schön viel. Wir haben anderes Zeug gefunden, wir haben Mutagene gefunden. Wir haben Pfirsichbäume gefunden. Und verschiedene Blöcke. Wir haben Elder Soil gefunden. Das wird dann später wahrscheinlich auch nochmal verwendet werden. Elder Soil und Elder Stone. Elder Stone können wir nicht betreten, das ist radioaktiv. Und wir haben besondere Waffen gefunden. Die Flares verkaufe ich dann mal gleich. Die brauche ich nicht unbedingt. Ich verwende keine Flares um. Was ist das? Portal Juice. Okay. Könnten wir mal irgendwann verwenden. Mal gucken, was da passiert. Wir gucken mal ganz kurz mein Lager an. Da stand irgendwas gerade. Achso, das hier ist Trash. Nee, das, wir wollen nichts jetzt in den Trash hauen. Ah, hier haben wir noch mehr Meta-Manipulator-Module. Und mehr, was ist das? Tech-Cards. Haben wir überhaupt schon eine erweiterte Tech? Ich habe R-Dash. Okay. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber wir haben's. So, dann... Ah, wir brauchen noch zwei dafür. Ach, was soll es hier? Wir machen mal hier Liquid an. Und Farbe, wir brauchen noch keine Farbe. Aber wir brauchen das Wiring Tool. Können wir das Wiring Tool auch gleich mitnehmen? Sehr schön. Das Wiring Tool ist wirklich nützlich. Habe ich das noch so belegt, die Tasten, wie ich es beim letzten Let's Play hatte? Nein, natürlich nicht. Ah, okay. So habe ich das damals gelegt. Früher habe ich ja immer den Nummernblock genommen von 0 bis 9. Und da jetzt aber 7, 8, 9 nicht mehr verwendet werden, habe ich da jetzt diese Sonderfunktion hingelegt. Okay. Ich habe komplett vergessen, was wir das letzte Mal machen wollten. Machen wir das einfach so. Ich gehe jetzt mal zum Außenposten. Irgendwie kriegt man die Zeit schon rum. Na gut, das kriegt man auch so rum. Ich meine, irgendwie macht man jetzt schon was Sinnvolles. Hoffentlich. Wir verkaufen dir mal das Zeug. Einfach, weil ich gerade Lust dazu habe. Verkaufen wir sie oder nicht? Die ist... Ich werde sie doch eh nie benutzen. Das ist doch die traurige Wahrheit. Ich werde sie nicht benutzen. Und sie wird eine sehr lange Zeit noch in meinem Inventar rumliegen, bevor ich dann irgendwann sie doch verkaufe. Käfer verkaufe ich auch traditionsgemäß. Und du kriegst noch meine ganzen Eier hier. Können wir noch irgendwas verkaufen? Irgendwas, was bald schlecht wird vielleicht? Hm. Ach hier, die ganzen Kartoffeln kannst du ja noch. Obwohl, die können wir noch essen. Ja. Ach, was soll es hier? Kartoffel für dich. So, 5000 Pixel. Was können wir eigentlich mit den Pixeln machen? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe mich ja vor uns aufgeregt, dass ich keine Flagge mehr habe. Beam to Ship.
Genau, jetzt. Oh mein Gott. Es sind nur 5 Minuten vergangen, seitdem ich die letzte Folge beendet habe. Und ich habe komplett vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte einen Fabricator für Nano-Cloth-Zeugs bauen. Dafür brauchten wir Iron Bars und Kupferdrähte. Die Kupferdrähte könnten eventuell hier sein. 2 Stück, das muss. Ich weiß nicht, ob das reicht. Mein Gefühl sagt mir nicht unbedingt. Hier haben wir noch Iron Bars. Oh, Iron Bars. Jetzt haben wir irgendwas Neues dazu gelernt. Wahrscheinlich, weil ich keine Iron Bars mehr seit sehr, sehr langer Zeit verwendet habe. Und dementsprechend, ja. Ah, das reicht sogar wirklich. Das ist ja perfekt. Das ist reiner Zufall, aber es ist perfekt. So, dann können wir den hier auch hoffentlich irgendwo noch dazwischen quetschen. Nee. Hier, Forging Table, ich brauche dich jetzt eh gerade nicht. Oh, Evin hat irgendwas zu sagen zu dem Ding. Wir können ja mal Enter drücken und dann sehen wir, was er noch alles so gesagt hat. DNA-Sample irgendwas. Also wer sich das durchlesen will, der kann ja mal Pause drücken zwischendurch. Während ich das hier so nach und nach durchlaufen lasse. So, haben hoffentlich alle gesehen. Sehr schön. Clothing. Und was will ich denn jetzt produzieren? Ich will im Prinzip Rüstungen produzieren. Was haben wir denn hier? Schilde. Schilde brauche ich nicht. Und hier sind sonstige Gegenstände. Im Prinzip ist das sowas ähnliches wie der Loom da. Aber noch aus Backing Universe Zeiten. Leder, irgendwelcher Kram und... Aber das hat keine Rüstung, oder? Nee. Und der hier müsste aber Rüstung produzieren. Genau. Da können wir gleich mal vergleichen. Mit der Rüstung, die ich habe. 30% und... Also die ist ein bisschen schwächer. In Anführungsstrichen aber nur. Denn die hat noch... einen Sondereffekt. Zumindest müsste sie das haben. Also upgradable. Okay, man kann sie upgraden. Also allein das ist schon ein Bonus. Ich dachte, das Upgradable ist verschwunden, aber das weiß ich nicht. So 100%. Okay, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Ich gucke jetzt eher gerade danach, was wir haben. The Source. Das müsste... ist das das hier? Oh, wir können das hier her... Nee, können wir nicht. Weil wir plus 1 davon haben. Von diesen Fischmenschen-Soßen-Dingen. Aber der Rest? Also die... Das ist ja nicht so schlecht jetzt. Missionarszeugs. Also im Prinzip... Mal das hier, das ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Was haben wir denn noch? So Monster, da brauchen wir dieses Canvas. Resin und Canvas ist so... Eine Sache, die wir jetzt gebrauchen könnten. Cotton Wool, Glas. Oh, das könnte man vielleicht herstellen. Cotton Wool braucht man dann nur ein bisschen mehr. Das wird noch eine Weile dauern. So. Leder und Silk. Vagabund. Wir müssten mal uns irgendwie um Silk kümmern. Aber wir haben zumindest Leder. Ich war sowieso die ganze Zeit auf Leder aus. Das funktioniert nicht mehr so wie früher, dass ich hier die Zutat dazu eingegeben habe und... Wieso ist das A jetzt so ein komischer Buchstabe geworden? Früher konnte man hier den Namen des Herstellungsgegenstandes, wie zum Beispiel Leder, einstellen und da wurde auch alles genannt, was Leder in Durs hat. Jetzt funktioniert das anscheinend nicht mehr. Schade, aber was will ich denn jetzt haben? Die Bone-Rüstung ist doch eigentlich... Naja, da brauchen wir noch ein bisschen Bones. Aber Bone-Chest gegen... Meine Chest. Aber das Upgradable ist interessant. Und wenn wir es jetzt nicht produzieren, später macht es dann noch weniger Sinn. Jetzt braucht man bloß ein paar Knochen. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, wo wir Knochen herkriegen könnten. Nämlich von der Welt unter uns. Und zwar... im Erdboden. Das ist zumindest so ein Gedanke. Ah, wir haben keine
Wir haben keine Sperre mehr? Nee, anscheinend nicht. Aber wir können auch so den mächtigen Dino erledigen. Wir können es. Weil wir gut sind. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Mal gucken, was wir hier so finden. Irgendwas werden wir schon finden. Das ist zumindest jetzt der Plan. Achso, mir fällt gerade ein. Ich wollte doch unbedingt diese komische Höhle von den Glitch durchsuchen. Das war doch eigentlich der Plan für die Folge. Ich habe das Gefühl, das werden wir dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen. Ist jetzt nur so ein Gedanke. So, ja, fall bitte nach da unten. Aber ich komme dir hinterher. Keine Sorge. Sobald ich das Ding hier weggemacht habe. Aber erstmal schicke ich dir meinen kleinen Begleiter den Feuerball hinunter. Nochmal das Ganze. Alle tot? Sehr schön. Können wir weitermachen. So, was haben wir hier? So ein Viech. Ah, was haben wir denn hier im Hintergrund? Ah, nicht so weit fallen. Jetzt haben wir schon zumindest die nächste Erdschicht gefunden. Ah, das sieht aus wie ein Fossil. Kann das sein? Ja, das sieht aus wie Fossile. Ja, wollen wir Fossile zerstören, damit ich jetzt ein paar Knochen bekomme? Ja klar, warum nicht? Ja, komm. Mal ein paar Bones bekommen. Wenn das überhaupt richtige Fossile waren. Das muss man ja nach... das sind die richtigen, die das dann noch nachher in Frage stellen müssen. Ob das denn wirklich Fossile waren, ob das jetzt wirklich ein historischer, wertvoller Fund war. Das kann man doch vorher nicht wissen. So, jetzt haben wir noch ein paar Bones. Nicht alles, was so ein bisschen hier tot in der Erde rumliegt, ist unbedingt ein archäologischer Fund, sondern ist vielleicht auch nur Abfall. Wie viele Bones haben wir denn jetzt überhaupt? 13. Das könnte vielleicht sogar reichen. Wir machen hier noch ein bisschen kaputt. Das sammeln wir auch gleich mal ein, einfach so, weil es da ist. Ist das noch ein Knochen? Ja. Wie viel haben wir denn jetzt? 17. 17 ist ganz gut. Glaube ich zumindest. Legt man hier noch eine Fackel hin, damit wir noch ein bisschen besser reingucken können. Ja, die nehmen wir gleich wieder mal mit. Boah. Reden fällt mir jetzt schon wieder schwer. Ich habe doch gar nichts gemacht und gar nichts gesagt. So, machen wir hier noch ein bisschen Licht. Ah, hier der Typ. Mir gefällt, dass die Viecher jetzt neue Farben haben. Ich habe schon öfters mal gesagt, ich sag's immer wieder, das gibt dem Ganzen so ein bisschen den Anstrich von Semi-Random. So. Haben wir hier unten noch irgendwas, was mich richtig interessieren könnte? Hier haben wir schon das nächste Bionom, das ist ein bisschen sandig. Das da sieht aus wie Silber. Okay. Nein, ich will jetzt eigentlich wirklich nicht so weit runter. Ich will jetzt wieder an die Oberfläche. Und dann will ich mal gucken, wie viel ich von der Knochenrüstung schon herstellen kann. Vermutlich sogar alles. Das ist jetzt nur geraten, aber... Ah nee, das sind keine Knochen. Hier sind auch keine Knochen. Mal gucken, haben wir hier noch Knochen drin? Nicht wirklich, nein. Aber hier ist was anderes, das unbedingt sterben will. Oder ich will sterben, weil ich gerade nicht auf meine Gesundheit geachtet habe. Nein, ich will noch nicht sterben. Das ist eigentlich ganz schön mächtig, der Heilzauber von dem Ding. Wieso sage ich gerade Heilzauber? Ah, da ist der nächste. So. Den habe ich jetzt einfach nur gekonnt ausgewichen. Wir müssen ja nicht alles umbringen. Nur fast alles. Nur was sich irgendwie strafbar gemacht hat. So, da ist... Was ist denn das? Das sieht aus wie Tungsten. So, haben wir hier noch was? Ah, ein Fluffalo. Das ist sich nicht wert, wenn ich es verbrenne. Ja, können wir mal hier rausgehen.
Hatte ich eigentlich vor. So, ich guck mal auf die Uhr. Ich rate jetzt einfach mal die ungefähr 10 Minuten. Also wenn ich sage, ich gucke auf die Uhr, ich drehe mich um und habe im sehr weiten Hintergrund eine Analoguhr, die ich auch nur so von der Hälfte sehe. Da muss ich so ein bisschen raten. Ich sehe zumindest deutlich, dass der große Zeiger jetzt über die 12 gewandert ist. Aber nicht so genau, ob das jetzt zwischen der 12 und der 5 liegt oder schon die 5 überschritten hat. Nicht die 5. Die 1 mit 5 Minuten meine ich. Ja, so viel zu dem Thema. Meine Hühnchen geben mir recht. Was machen meine Hühnchen für komische Geräusche? Ist ja beängstigend. So, mit was füttern? Können wir unseren Hasen hier mit sowas füttern? Magst du das? Nee. Also der ist irgendwie ziemlich anspruchsvoll. Und wenn ich ihn irgendwas schon mal gefüttert habe, was er mag, ich kann mich nicht erinnern. Wir können aber mal was essen. Ach, meine Güte. Ich lasse mich wirklich leicht abmelden. So. Das hier wollte ich jetzt herstellen. Kann ich irgendwie wieder zurückgehen? Ach, ein Schild war das. Nee, ich will jetzt bloß die Ausrüstung haben. Bone Steel Chest. Okay. Aber zumindest haben wir jetzt dieses Rezept freigeschalten, damit wir dann irgendwann mal was Besseres machen können. Oh Gott, ist das hässlich. Ich setze das gleich mal wieder oben drauf. Upgradable. Eigentlich, eigentlich ist es wirklich ein Schritt zurück. Ne, wir behalten das mal als Sonderdingens und graden das dann ab. Also hier steht leider nicht, welchen zusätzlichen Effekt das hat. Bei den anderen steht das leider auch so nicht da. Ach, Bugshells sind jetzt die kritische Komponente, die ich noch nicht gefunden habe. Okay. Ja, wir gehen nochmal runter auf den Planeten. Ach nee, ich wollte meinen Kollegen mitnehmen. Fällt mir gerade so ein. Nochmal hoch. Und nochmal den Typen ansprechen. Hier. Da ist die Maus. Und du kommst jetzt bitte mit. Genau, Captain geht. Der Captain gibt dir den Befehl. Und jetzt gehen wir in die Glitch-Dingens. Was ist diese Viecher, die haben solche Imba-Attacken, das ist doch furchtbar. So. Muss man ja sich unfair aufrüsten, damit man hier überhaupt eine Chance hat, gegen die zu überleben. So, Leder dürfte ich jetzt mehr als genügend haben. Wer weiß, was wir noch daraus produzieren können. Ah, hier haben sich so Baby-Dinos versteckt. Das sind vielleicht die Jungen von dem Viech, was ich gerade umgebracht habe. Zum Glück sind die alle nicht so stark. War hier gerade was zum Einsammeln? Ja, das hier war zum Einsammeln. Allerge. Na eben, ich hätte mein Inventar mal reinigen können, bevor wir dort in die Burg absteigen. Das hätte man machen können. Sollen. Ja, zumindest hier die Tech-Upgrades und so weiter hätte man mal machen können. Ja, dann haben wir es halt nicht. Wir können ja mal den Teleporter-Juice ausprobieren. Ja, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich habe jetzt wirklich gerade keine Lust. Ja, mach das mal. So, und jetzt? Teleportieren wir uns irgendwie random hin? Nö. Schade. Haben wir noch in dem Planeten irgendwelche besonderen Monde? Wir haben den Bockplaneten noch und wir haben das Lush-Bionom. Ich gehe jetzt mal auf diese Lush-Welt. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Mal gucken, was wir dort finden. Ich mache mir ja nicht so große Hoffnung. Aber vielleicht lohnt es sich doch irgendwie. Gucken wir mal hier, ob wir noch ein bisschen unser Zeug loswerden können.
Ach je, wir brauchen irgendwie wieder ein Lagerungssystem, ein gutes. Das kann gerade mal weg. Ah, okay. Was sagst du zu dem Ding? Crafting 50% Dingens. So spinny, useful for making strings. If you love strings, I have plus of. Okay. Was sagst du zu dem Ding? Engineers Table. Komm schon. Sag was zum Engineers Table. Schade. Oder ich habe den Text schon irgendwie gehabt. Ah. Zumindest das funktioniert. Und mal gucken, was wir auf dem Planeten hier finden. Keine Ahnung, wie spät es ist. Ich will mich nicht mehr weiter umdrehen. Ach, stimmt ja, auf den Löschplaneten haben wir ja hier diese Riesenvögel, die majestätisch aussehen und vor sich hinschwören. Und da sind mehr Bugshells. Die will ich jetzt haben. Mit. So. Ja, komm, bring den um. Alter, oder lass dich umbringen. Ich helfe dir jetzt nicht. Ich sehe das nicht ein, dass ich dir hier irgendwie helfen soll. Ah, okay, du hast es geschafft. Im Prinzip hätte er sich jetzt auch das Loot verdient, was er da eingesammelt hätte. Ja, bleib ruhig dort stehen, das ist mir egal. Ah, da unten ist noch mehr Zeugs. Sammeln wir da ein bisschen ein. So, auf den Laschplaneten könnte auch irgendwas Besonderes sein. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ach genau, Cotton. Cotton können wir auch noch ein bisschen einsammeln. Ich will nur mal das hier drücken. So, den Käfer will ich haben. Was war da? Achso, das waren diese Vögel. Müssen wir unbedingt doch mal auf unserem Heimatplaneten nachgucken. Und wir haben Red Petal. Wir brauchen Red Flower. Das weiß ich noch. Miracle Flower haben wir jetzt gelernt. Ach, auch nicht schlecht. Und Blue Flower. So, Poptops, springt mal da unten rein. Genau, das macht doch ganz gut. So, selbst auf dem Anfängerplaneten haben die hier solche mächtigen Attacken. Kurz, ich bin auch mächtig. Ah, es fühlt sich trotzdem nicht so gut an. Ah, hier ist der Guide. Oh, was haben wir denn hier für ein. Ich will immer die 2 drücken. Ich glaube, das habe ich so oft auf der 2 gehabt, das Netz. Das kommt jetzt wieder auf die 2. Oder ich gewöhne mich noch um. Weil ich habe mich jetzt auch auf Heilung auf die 2 gewöhnt. Komme ich hier hoch? Ah, leider nicht. Müssen wir hier ein bisschen graben. Okay. Ich habe mir Achievement für Dingens für Dirt bekommen. Okay. Du wusst gar nicht, dass die jetzt sowas kann. Also auf sowas achtet. Aber okay. Ist mir ganz recht. So, das nehmen wir mit. Das sind die normalen Standardbäume für Lush-Bionomen. Da sind Purpees. Das wollen wir auch alles haben. Und das wollen wir haben. Und das. Ein bisschen Cotton wäre vielleicht noch nicht schlecht. Hunting Boat, das wäre eigentlich eine Idee gewesen. Das hätte man jetzt mal produzieren können. Können wir vielleicht immer noch. Aber was ich eigentlich suche, ist ein zusätzliches Bionom mit Bienen. Da haben wir schon Bienen. Nee, ich will euch nicht verbrennen, ich will euch fangen. Flower Drones. Setze ich dann hier meine Flower Cotton Farm hin oder nicht? So, ich überspringe mal einfach. Da ist noch mehr Cotton. Ja, ich nehme dich gleich mit. Wir brauchen dich ja doch. So. Ich brauche mal wieder irgendeine Wurfwaffe. Komm, diese Messer, wir werden sie eh nie verwenden. Können wir sie ein bisschen verballern? Also ich werde sie schon verwenden, und zwar jetzt.
Aber wenn ich jetzt nicht dran denke, dann mache ich es doch eh nie. Außerdem kann ich so ein bisschen werfen üben. Ich glaube, ich bin jetzt... Nee, ich bin noch nicht einmal rum. Das hätte ich vielleicht geerntet hier. Ah, mehr Cotton Fiber. Und Cotton Seed. Das ist schön. Ist da oben noch irgendwas zum Einsammeln? Wo kam der her? Ein Silicon Board. Auch ganz nett. Ah, das ist das zweite Bionom. Oh, Hühnchen. Zum Einfangen. Das sieht aus wie ein bisschen Glitch. Und das zweite Bionom. Plant Matter mit Schnee bedeckt. Und schneebedeckten Bäumen hier. Und die Dinger. Das ist, nee, ich wollte jetzt nicht Enter drücken. Ich wollte Shift drücken. Und diesen Baum einsammeln. Der leider kein Saatgut bei sich hat. Hm. Die Hühnchen hier könnte man vielleicht einfangen oder so. Kann ich die ernten? Kann ich euch ernten? Nee, ich kann euch freilassen. Ich kann sie vielleicht mit der Capture Pod einfangen. Das ist vielleicht möglich. Okay. Komm her. Ah, zu früh. Oh, süß. Und tot. Hab ich gerade... Irgendwie habe ich gerade das Ding erledigt. Irgendwie das Messer, was ich geworfen habe. Muss ja einen ganz abstrusen Weg genommen haben. Eben, wenn ich das Messer hochwerfe, kommt das irgendwann wieder zurück? Ja. Könnte man ausrechnen, wie lange es braucht, um wieder zurückzukommen. Ah, das ist ein kleines Kritterviech. So. Vier Messer noch und dann haben wir den Slot frei. So. Ah. Ich glaube, ich werde jetzt hier nicht so viel Besonderes finden. Ich gehe eigentlich bloß auf die Jagd. Nach den Viechern und... Ah, ich habe meine Munition verschossen. Cryogenic Extract. Genau, nach solchen Sachen suche ich jetzt halt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht an so einem Laschplaneten sterbe. Ah, noch mehr Roboter. So, ich merke gerade, irgendwie geht mir die Puste aus, was das Sprechen anbelangt. Ich habe zwar noch Lust zu spielen, da haben wir das Geld gefunden. Aber ich habe gerade irgendwie keine große Lust mehr rumzureden und irgendwie Kommentare zu machen. Ja. Oh, da ist noch... Kann ich das einsammeln? Kann ich dich mitnehmen? Na, du bist bloß Blendfiber gewesen. Versteckt in einer wunderschönen Form, die ich zerstört habe. So, ich glaube, das war es aber hier an interessanten Sachen. Hm. Wie gesagt, der eigentliche Grund, warum ich auf diesen Planeten wollte, manchmal gibt es auf diesem Planeten so ein Bienenbionom. Wir haben zwar Bienen gefunden in dem Moment, wo ich das gesagt habe, aber es gibt manchmal so ein Bienenbionom. Da kann man relativ leicht ziemlich viel Sachen finden, die mit dem Bienenmod zu tun haben. Eine Basis werde ich jetzt auf dem Planeten wahrscheinlich nicht aufbauen. Ich werde mir nur noch mal merken, das ist auch A3, Lush, wie nennen wir das denn noch, Winterrobot. Ah, passt schon, ist okay. Dann waren wir bloß noch nicht auf dem Planeten hier. Und hier war noch halt so eine Glitch-Siedlung, die wir im Prinzip erkunden müssten. Ja, das machen wir mal. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe mehr oder weniger jetzt die gesamte Zeit, die ich zur Verfügung hatte, aufgebraucht. Und würde mich halt etwas länger wieder verabschieden. Genau. Ich würde mich jetzt prophylaktisch wieder für längere Zeit verabschieden. Ob es denn auch so sein wird, das werden wir dann sehen. Aber momentan wüsste ich jetzt gerade nicht, wann ich wieder zum Aufnehmen komme. Und deswegen möchte ich mich im Voraus entschuldigen, falls es halt länger wird. Okay.